Also nach dem sportlichsten Freitalk in der letzten Woche, ist diese Woche der actiongeladenste Freitalk. Wir haben extra hier zwei freiwillig, ist das jetzt eigentlich repräsentativ, haben euch so von der Straße geholt. Auf jeden Fall viel Spaß bei diesem neuen Film, Probelauf, unser neues Sprunggerät und seid einfach gespannt, was jetzt gleich passiert. Los geht's! Geil! Spaß gemacht! Ja, nochmal! Ich bin der Fabio, ich bin neu im Team Kletterwald. Ich habe Bock auf den Job. Diese Woche war sehr viel Schulklassenaktion. Am Anfang, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, das werde ich niemals schaffen. Mir gefällt sie sehr gut. Ja, die Location ist gut und ich kletter sehr gerne. Ja, sehr gut und auch schwer, aber es hat sehr Spaß gemacht. Leute, auf jeden Fall, wenn ihr einen guten Klettergarten oder Kletterpark sucht, Kletterpark Wetzlar ist eine Hammersache. Also die Woche war Montag Ruhtag und Dienstag haben wir unser Druplu aufgehängt. Dazu mussten wir hoch in die Bäume klettern, ein paar Ästchen wegschneiden und ja, jetzt hängt es und macht viel Freude beim Runterspringen. So, letzte Vorbereitung, um das Sprunggerät, Sicherungsgerät aufzuhängen. Und dann machen wir gleich Schnick, Schnack, Schnuck, wer als erster springt, ob alles hält. So, wollen wir gucken, ob das Gerät hält. Festhalten bringt auch nichts. Oben ist alles safe. Erster Sprung. Druplu, Sprunggerät, Magnet, Wirbelstrombremse, Aufstieg im Fuchs, demnächst mit Liane und wer es nicht bis nach oben geschafft, kann hier wieder abgeseilt werden. Noch ein letztes Wort. Super. Der Gurt hilft auch nichts, wenn das Seil reißt. Ja, das stimmt. Na ja, dann ab geht's. Ein Riesenspaß jetzt hier bei euch, bei uns im Kletterwald Wetzlar. Kommt vorbei, testet es aus. Super geil. So, Mittwoch und Donnerstag, jede Menge Schulklasse-Action mit Action halt und zahlreichen Rettungsaktionen für den Woody hier im Wald. Also Sonderöffnung unter der Woche, auf jeden Fall bei uns möglich im Kletterwald Wetzlar. So, ich spring gerade nochmal, weil es so geil ist. Der wilde Mann fällt leider aus. Ich bin nämlich fast von der Plattform gefallen. Aber die Action ist trotzdem richtig geil gewesen. Das ist ein schöner Tag. Die Klassen machen alles super mit. Das Wetter passt jetzt auch. Wir haben Spaß hier im Wald. Diese Woche haben wir weitergemacht an unserem OCR-Parcours. Außerdem haben wir das Upgrade der Makitas gemacht, also der Akkus, damit die alten Geräte auch für die neuen 5 Ampere-Stunden Akkus bereit sind und wir hier weiter Vollgas geben können. Und ich kann den jetzt hier ohne Probleme. Außerdem haben wir weitergemacht mit dem OCR-Parcours und Freitag haben wir Bogen-Event und wir proben weiter für unsere Open Stage. I got you, walk with me. I got you, talk with me. I got you,
im Kletterwald. Open Stage am 22. Angie. 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 Weißt du schon wegen der Open Stage Bescheid? Come together at the Open Stage. 22.06. Open Stage at Kletterwald Wetzlar. Save the date. Ihr seid Handwerker und wollt euch diese Action nicht entgehen lassen, dann kommt zu unserem DIY-Event am 22.06. im Kletterwald Wetzlar. Wir sind weiter fleißig dabei und bereiten den Tag für euch vor. So, wir werden hier die Plattform etwas verschönern. Schon haben wir einen Wasserabführschlitz. Bleibt einfach dabei, in den nächsten Tagen folgen weitere Infos und vor allen Dingen auch Infos zu unserem Projekt. Ja, unsere Plattform hier im Wald, das ist total marode, ich meine, das ist jetzt auch 7 oder 8 Jahre alt. Da müssen wir dringend was Neues schaffen. Also hier die Möbel, die sind auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Das müssen wir abreißen, neu machen, da geht kein Weg dran vorbei. Ich bin voll überzeugt, dass wir das schaffen. Nehmt ihr die Herausforderung an? 22.06.2018 ab 9 Uhr und bau mit uns hier eine neue Plattform. Jeder Experte war irgendwann mal nicht Experte. Das muss man sich immer wieder auf die Fahnen schreiben, weil es einfach so ist. So, ich gehe jetzt auch da hoch und springe auch nochmal, weil es einfach geil ist. So, ihr Lieben. Jetzt von hier ein schönes Wochenende. Pfingsten steht vor der Tür, die Eistruhe ist voll. Kiste ausschalten und rausgehen, Action, Abenteuer erleben. Zum Beispiel im Kletterwald Wetzlar oder Bogenparcours oder Baumhausübernachtung oder vielleicht einfach mal laufen gehen. Ja, auf jeden Fall jetzt Kiste aus.